haben, dauert bis zur Stunde noch an. Zuletzt wurde er südlich der Putnam Road gesehen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Türen und Fenster... Und warum bist du hier? Weil ich schwarz bin. Ohne Quatsch jetzt. Das ist kein Quatsch. Soll ich dir erzählen? Ich schlender gemütlich aus dem Sonnenstudio und plötzlich steht ein Bulle vor mir. Er sagte, du hast vor wenigen Minuten in Newark einen Laden überfallen. Ich sagte, ich war schon seit Monaten nicht mehr in Newark. Da hat er mit seiner Knarre auf mich eingeschlagen und sagte was vom Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich war, oder? Ich habe immer wieder gesagt, ich hab's verstanden, ich bin verhaftet. Bitte hören Sie auf, mich zu schlagen. Entschuldige mal, wie kannst du bei all dem so gelassen sein? Sieh mich an. Ich bin fett, schwarz, ich kann nicht tanzen und meine Eltern sind zwei Huschen. Ich bin es gewohnt, dass die Menschen auf mir herumtrampeln. Schon vor langer Zeit habe ich gelernt, dass es nichts bringt, sich aufzuregen, wenn irgendwelche Idioten meinen, einen schikanieren zu müssen. Denn das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alles gleich. Aber dafür habe ich einen Riesenschwanz, der macht vieles wett. Hey, hört mal alle her, Leute. In Millbrook Park hat's eine Schießerei gegeben. Endlich passiert hier mal was. Bin schon unterwegs. Ich meine, lass mich jetzt erschießen. Das war ja merkwürdig. Die Bullen sind... Hast du gedacht, du entwischst uns, ha? Ich hab geschlafen, ich hab nicht geschossen. Ich schwöre es. Hey! Jackson versucht auszubrechen. Mann, was reden Sie denn? Ich sitze hier. Das ist eine Gefangenenrevolte. Ich hab sie euch. Widerstand weg. Ich hab ihn. Wir brauchen Verstärkung. Ich hab eine Waffe. Das ist keine Waffe, das ist dein Buch. Okay, sicher das Buch. Sichergestellt. Hast du diesen Dreck hier reingeschmuggelt? Warte mal. Da muss doch einer mal was unternehmen. Wir schon noch an ihren Ball bringen, Bruder. Ich an eurer Stelle würde ganz schnell eine Fliege machen. Wessen Hand ist das? Abflug.